Monika Sundermann. Du siehst entzückend aus. Das ist ganz neu. Das ist Herbstmode. So kleidet sich die elegante Dame im Herbst. Ist der Jürgen eigentlich eifersüchtig auf die vielen Briefe, die da kommen? Monika, wenn du frei wärst, ich würde dich heiraten. Ehrlich, war dabei. Mehr als einmal. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass er eifersüchtig ist. Ich meine, der Jürgen ist ja weit weg zurzeit. Der trainiert zurzeit in der Türkei. Richtig, ja. Wie oft kommt er nach Hause? Ja, ich hoffe, bald, ja. Sehr bald. Aber deine beiden Söhne passen gut auf dich auf. Die passen sehr gut auf, ja. Monika. Mhm. Und mein Hund auch. Du hast einen Boxer. Ja. Monika Sundermann. Immer ganz verlegen. Meine Damen und Herren, zwei Vereine, sagte ich. Die eine Mannschaft ist der Tanzsportclub Isenburg, vertreten durch Frau Paprotzki und Herrn Geimer. Das andere ist der Aeroclub Hartenholm, vertreten durch Frau Kitowski und Herrn Dr. Buseholt. Bitte schön, Herr Dr. Buseholt, nehmen Sie Platz, Frau Kitowski. Das ist nicht toll, die Isenburger klatschen auch noch, für beide Mannschaften, für beide Seiten. Das ist ein tolles Gefühl, nicht? Ja, wunderbar. Sie sind Wirten. Ja. Sind die Wirten, könnte man sagen, der Stammkneipe der Flieger, oder wäre das ganz falsch? Das Stammrestaurant, wäre Ihnen das lieber? Ach, gute Leute dürfen Kneipe sagen, Heck. Sehe ich daraus, dass ich Kneipe sage? Ja. Dann bedanke ich mich, wenn ich in Hartenholm bin, ich komme vorbei. Das freut mich. Herr Dr. Musold, was für einen Doktor haben Sie denn? Jetzt sagen Sie nicht einen guten oder einen schlechten, sondern was für Sie einen haben. Andrea Natte, ich bin Biologe. Ah ja. Wir stellen den Verein gleich noch vor, damit Sie genau wissen, wie es da aussieht in Hartenholm. Frau Paprotzki ist ein schwerer Name. Wie hießen Sie denn vorher, bevor der Paprotzki Sie gefunden hat? Ganz schlicht Schulz. Das wäre mir lieber gewesen. Also Paprotzki ist so ein Name, wo man immer sagt, wie heißt die jetzt noch? Bärbel Paprotzki. Schulz? Doppelname wäre gut gewesen. Paprotzki Schulz. Nein, das wäre mir zu lang geworden. Und das nach dem 17. Bier. Paprotzki Schulz. Was machen Sie beruflich? Ja, ich habe eine kleine Firma, die ganz gut zu dem Thema Made in Germany passt. Ich habe ein Einkaufsbüro und kaufe für Leute im Ausland, deutsche Leute im Ausland oder ausländische Leute, deutsche Produkte ein. Das heißt, wenn jemand in Südafrika lebt oder in Australien lebt oder in Spanien lebt und sagt, ich möchte so gerne mal wieder deutsche Leberwurst essen. Ja, so ist es. Dann schicken Sie ihm die deutsche Leberwurst. Ja, Leberwurst auch. Ja. Oder das deutsche Waschmittel. Ja, alles. Aber auch andere Dinge. Ja, was andere ganz Dinge, anfällt. Alles, ja. Herr Geimer, was machen Sie? Ich bin zurzeit noch Zivildienstleistender im Uniklinikum Frankfurt in der Patientenaufnahme. Kann ich vielleicht also bei der Gelegenheit mal ist das grüßen? Richtig? Ist das ein Pfleger? Das ist kein Pflegeberuf in dem Sinn, das ist mehr eine Bürotätigkeit. Mhm. Und Sie grüßen gerade alle Patienten? Alle Patienten, ja. Dann machen das doch mal rundherum. Alle, die uns jetzt zu Hause sehen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ja. Gute Besserung. Und wir hoffen, dass wir durch die Sendung so ein bisschen Freude bringen können. Und vielleicht geht es dann vielleicht ein bisschen besser. Wir würden uns riesig darüber freuen. Sehr schön. So, ich habe gesagt, wir möchten beide Vereine vorstellen. Dies tun wir jetzt auch. Und da beginnen wir jetzt mal beim Tanzsportclub in Isenburg. So sieht das da aus bei denen. Ja, das ist gleich ein Blick auf unseren Nachwuchs. In einem Bereich unseres Tanzsportclubs, nämlich dem Gardetanz im Polka-Rhythmus, nach Variationen von Strauss. Die beiden, das ist Fuhr gewesen und der Niki Weithaas. Das ist Fuhr gewesen und der Niki Weithaas. Das ist jetzt eine typische Trainingsszene bei uns. Cheftrainerin. Ja, die gerade im Bild war, unsere Inge Nislitz. Och, ist die süß. Das ist ja, unsere das jüngste ist die, Solistin, genau. Die Chantal Stiefel. Erst 8 Jahre alt und schon ziemlich sprunggewaltig. Wie man hat sie auch Stiefel an? Ja. Die hat Stiefel an, genau. Ja. Das ist schwer. Das ist Kraftsport. Das ist unsere Jazz-Tanz-Trainerin, Frau Astrid Missel-Zildebrand. Hier auch einen Ausschnitt aus unserem Jazz-Tanz zu sehen. Waren Sie da eben? Jawohl. Das Herr Geimer. Vorne, ja. Der Solist da vorne. Ja. Ja, dieser Tanz ist zum Beispiel auch Europameister amtierend. In diesem Jahr geworden. Thema Blue Flashes. Das ist unsere Charaktertanztrainerin Cornelia Weithaas-Mislitz gewesen. Und jetzt ein Schwenk über einige Europameisterschaftspokale, die so in den Jahren zusammengekommen sind. Ja, das noch ein Blick auf einen der erfolgreichsten Tänze unseres Vereins. Wer ist die Dame in der Mitte? Das ist keine Dame, Herr Heck. Das ist ein Mann. Das ist ein Solist. Oh, Verzeihung. Ja. Wer war das?
Das war der Peter Bolender. Und das ist jetzt ein Ausschnitt, quasi eine fertige Arbeit mal zu sehen aus dem blauen Bock. Auch wieder im Bereich Garde-Tanzsport. Prima, da bedanken wir uns ganz herzlich bei den Kollegen vom Hessischen Rundfunk, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Ich schließe mich an. Das wäre auch eine Möglichkeit, nicht? Das mal ins Ausland zu schicken und sagen, das machen wir. Vielleicht macht ihr das sowas auch mal. Frau Kitowski, Herr Musehold, jetzt gehen wir nach Hartenholm. Da sieht es wie folgt aus. Da starten wir jetzt mal. Das sieht nicht ganz neu aus, Herr Dr. Musehold. Nein, das ist eine ganz alte Maschine, eine Oldtimer, und zwar eine Boeing Stearman aus den 40er Jahren. Diese Maschine wurde zeitweilig bei den Amerikanern als Trainingsmaschine eingesetzt. Und jetzt sehen wir gleich eine Luftaufnahme. Das ist Hartenholm. Liegt uns zu Füßen. Und wo ist Ihr Restaurant gewesen jetzt? Wer ist das? Das ist Nico Schmidt, der macht Luftaufsicht. Der Nico Schmidt ist da, das war in Schlachtenbummlern heute Abend, ne? Ja, hören wir gleich. Ja, er ist hier unter den Schlachtenbummlern. Weil wenn der Nico hier ist, kann man jetzt in Hartenholm nicht landen. Es startet hier eine Cessna 182. Der Pilot sitzt strikt hinter mir. Nico schaut auf die Uhr und denkt, er müsste längst da sein. Da kommt er. Dies ist eine Besonderheit. Es ist ein Ultraleichtflugzeug, ein Doppeldecker, der nach einem Baukasten selbst gebaut wurde von dem Piloten, der ihn hier auch fliegt. Was kostet sowas? Oh, das kann ich nicht genau sagen. 30.000 Mark, schätze ich. Aber selbst bauen dann noch? Selbst bauen, ja. Und da ist jetzt Ihr gemütliches, jetzt sage ich doch, Fliegerrestaurant. Ja. Da besprechen wir gerade die Rallye, die im letzten Samstag stattgefunden hat in Hartenholm. Ja, genau. Die Rallye mit Flugzeugen? Die Rallye mit Flugzeugen. Das sind ja alles Piloten des Aeroclubs, die... Und auf diese Boeing seid ihr besonders stolz? Ein Wahnsinnsflieger. Haben wir nochmal ein Bild. Eine schöne Maschine. Beide Vereine haben wir Ihnen jetzt vorgestellt, meine Damen und Herren. Jetzt wissen Sie, wen Sie heute Abend vor sich haben. Bis 21 Uhr, wer heute Abend spielt. Und gleich am Anfang bitte ich jetzt sehr, sehr gut zuzuhören, was ich sage. Denn wir haben, das wissen Sie und das wissen auch Sie, wir haben 100 Mark, 500 Mark, 1000 Mark und 2000 Mark. Und dann haben wir plötzlich ein völlig leeres Feld. Und diesen fünften Chip, den können Sie sich jetzt verdienen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Sie alle und Sie alle. Ich muss jetzt mal fragen, wer spielt bei dem ersten Spiel? Wer schreibt besonders deutlich, was wichtig dabei ist? Ja, das ist klar. Ja. Nicht, wenn Sie Leberwurst aufschreiben und da kommt Waschmittel, wäre das schlecht. Ich darf Sie bitten, dort rüber zu gehen. Wer schreibt bei Ihnen? Das ist klar. Eine Wirtin muss deutlich schreiben, damit man hinterher genau weiß, wie viele Biere das genau waren. Nicht? Wobei ein Pilot ja kein Bier trinkt, er trinkt Kaffee. Immer. Es sei denn, er ist gelandet und fliegt jetzt zwei Tage später wieder. Dann so, mal eventuell. So, jetzt schaue ich hier drauf. Nico, warum haben Sie eben gelacht? Sie sitzen da oben im Tower und lachen an der Stelle, wo ich sage, ein Pilot darf kein Bier trinken. Das ist auch richtig. Das sollte man nicht machen. 24 Stunden vor dem Flug ist Trinken tabu. Jedenfalls was Alkohol betrifft. Habe ich doch gesagt. War das völlig richtig? So, also, hören Sie gut zu. Sie müssen jetzt so viele verschiedene Orts- und Städtenamen aufschreiben, wie Sie können. Schreiben Sie ganz deutlich. Abkürzungen sind nicht erlaubt und können nicht gewertet werden. Und jetzt kommt es. Die erste Stadt, die Sie finden, den Buchstaben sage ich Ihnen gleich. Den wählen wir gleich mit dem Rad. Die erste Stadt bringt 50. Die zweite 100. Die dritte 200. Die vierte 400. Die fünfte 800. 1600. 32. 6-4. Wollen Sie noch tauschen mit der Schreiberei? Nein, ich bleib hier stehen. Und Sie alle können jetzt das tun, wovon wir alle in der Schule geträumt haben. Vorsagen. Wer sagt eben, es geht los? Sie haben mich überredet. Gut, es geht los. Also, mit welchen Buchstaben? So viel Städte und Ortsnamen deutlich schreiben. Und alle müssen im Postleitzahlenbuch zu finden sein. Ach, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich sag's Ihnen gleich, weil Sie es nicht sehen da hinten. Mit H.
30 Sekunden Zeit. Der Adi spielt auf der Orgel. Aus und darf ich bitten, wieder Platz zu nehmen. Stecken Sie netterweise unten dieses sehr teure Gerät wieder in das dafür zuständige Loch. So, jetzt gehe ich mal rüber. Ich fange hier an. Also, ich kreuze jetzt mal an, was richtig ist. Hamburg ist richtig. Hannover ist richtig. Hamm ist richtig. Hameln und Heidelberg. Also 50, 100, 200, 400, 800. 800, Monika, wären hier vorne. Wir haben vorbereitet, wie Sie merken. Jetzt gehe ich zur anderen Seite. Entschuldigung, Frau Verzeihung. So, da haben wir Hamburg, Hanau, Hof, Hexfeld. Hersfeld. Ach, Hers, natürlich, Herr, Entschuldigung, das ist ein R. Herr, ich dachte Hexfeld, habe ich gesagt, wo ist das C? Okay. Hersfeld ist auch richtig und Heidelberg ist auch richtig. 50, 100, 200, 400, abgesprochen. 800, beide Seiten. Darf ich es nehmen? Danke dir, Monika. So, 800, da haben wir das. So, das war der Anfang und jetzt kommen wir zu euch, liebe Kinder. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, schickt uns bitte euer Lieblingsrezept, schreibt es auf und malt es bitte. Und wir alle wissen, wie viel Fantasie unsere Kinder haben. Eine unglaubliche Zahl an Einsendungen. Ich begrüße Herrn Walch, sehr herzlich Oberstudienrat und Kunstpädagoge aus Reilingen. Aus Reilingen. Reilingen ist richtig. Jetzt habe ich dreimal Reilingen gesagt. Liegt bei Schwetzing. Das sind 103. Diesmal war es nicht nur ein optisches, visuelles Vergnügen, sondern auch ein kulinarisches Vergnügen, weil dermaßen viel originelle und gute Rezepte dabei waren, dass man immer wieder gelesen hat und sich vorgestellt hat, wie das schmeckt. Und Sie haben alles durchgekocht? Nee, noch nicht. Es waren 2500. Das dauert ein bisschen. Ist richtig. Aber in der Mitte hinter uns, und die sollte man besonders vorstellen, hängen die drei Hauptpreisträger. Da fangen wir da an. Die jüngste kommt aus dem Norden der Bundesrepublik, aus einer Stadt, die heißt Knüllwald, Remsfeld. Und heißt Cindy Helwig. Sie ist 11 Jahre alt und sie beschreibt in ihrer Zeichnung die Herstellung eines Kartoffelschinkenauflaufes. Man sieht also in dem Bild sehr genau beschrieben und gezeichnet, wie die Köche und Köchinnen durch das Bild wuseln, die Zutaten bereitlegen, Zwiebel schneiden, Schinken schneiden, Soße drüber geben und dann am Ende entsteht ein wunderschöner Auflauf. Und sie schreibt, er schmeckt nicht nur gut, er riecht auch gut. Auch noch. Dann haben wir hier, und das muss ich sagen, ich bin kein Fachmann, wie Sie es sind, der Tobias Keller. Das ist ja toll, nicht? Ja, er hat uns einen Brief dazu geschrieben, wo drin steht, er sei ein begeisterter Comic-Freak. Und er erzählt auch in einem Comic, wie ein Rezept entsteht. Und zwar hat er eine Figur erfunden, die heißt Bubu, ein Rauhaardackel, lädt den König Olaf, den Verwöhnten von Dänemark, zum Festmahl ein und bereitet Pfannkuchen, was Kinder besonders gerne essen und so viel, dass sie beinahe drin ertrinken. Und die Moral von der Geschichte, er kriegt viel Geld dafür und stellt fest, eigener Herd ist Goldes wert. Dann haben wir hier nochmal eine Gemeinschaftsarbeit. Die ist von Caroline und von Christine Lücke in Minden. Caroline, Christine, das sind eure Bilder. Das sind ganz detailliert und mit viel Liebe zum Detail gezeichnete Bilder. Eine Mitternachtstomatensuppe. Ein Pilzgericht auf der Basis von Champignons. Und als drittes haben sie uns einen bärenstarken Sommersalat bereitet. Um den Bär tanzen die ganzen Sommerfrüchte rum. Lauch, Zwiebeln, der Bär hat eine Karotte im Arm. Und wenn man das alles zusammentut, gibt es einen bärenstarker Sommersalat. Der man kriegt Bärenhunger, wenn man sieht. Und Bärenkräfte hinterher. Ja, toll. Die Fantasie ist enorm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen.
Habt ihr toll gemacht. Und das waren die ersten drei. Alle anderen 100 bekommen auch noch etwas. Und noch was, Herr Wallig. Sie haben nämlich genau wie mit den Schirmen, die wir mal hatten, die beklebten, haben Sie auch hier vor, eine Ausstellung zu machen. Ja, wir haben die Schirme haben wir beim Schulfest unseres Gymnasiums in Schwetzingen ausgestellt. Und es waren immerhin 2.500 Leute, die diese wunderschönen Schirme gesehen haben. Und mit